Hallo zusammen, mein Name ist Kidmo und das hier ist mal wieder ein kleiner Vlog. Ja, liebe Freunde, heute habe ich mit euch eine kleine Besonderheit vor im Verhältnis zu den normalen Vlogs, die wir ja hier auf dem Kanal schon des Öfteren mal gemacht haben. Habe ich mir überlegt, wir werden heute mal so eine Art kleines Unboxing machen, und zwar hiervon. Von der American Psycho Collectors Edition. Warum gerade das? Also vielleicht erstmal ein bisschen zu der Historie. Ich lege das mal hier vor mir hin, das sieht man jetzt gerade nicht in der Kamera. Für die Leute von euch, die in den letzten Streams so ein kleines bisschen aufgepasst haben, die werden feststellen, dass dort, hier, da wo mein Finger jetzt gerade drauf zeigt, da haben wir eine Funko Pop Figur, und zwar ist das keine geringere als eine Funko Pop Figur von Patrick Bateman, dem Protagonisten von American Psycho. Der eine oder andere kennt sicherlich diesen Film auch, gibt ja auch ein Buch dazu etc. Und ich selber bin ein sehr großer American Psycho Fan, habe den Film natürlich auch schon mehrere Male gesehen, und als ich gehört habe, es gibt eine Collectors Edition mit ein paar Bonusinhalten, die wir uns gleich hier einmal anschauen werden. Ich habe noch nicht reingeschaut, also da war eine Verpackung drum, eine Klarsichtfolie, die habe ich abgemacht, damit ich hier nicht so viel Müll rumfliegen habe. Aber ansonsten habe ich jetzt noch nicht da reingeguckt. Also ich weiß nicht, was uns jetzt gleich erwartet. Logischerweise weiß ich anhand der Beschreibung, was drin sein muss, aber es ist immer was anderes, wenn man die Sachen in der Hand hält. Ja, und weil es halt eben so was Besonderes ist, habe ich mir gedacht, vielleicht ist der eine oder andere von euch, vielleicht sogar du, ne, der jetzt gerade zusieht, ein American Psycho Fan. Und für all diejenigen, die auch gerne diese Collector's Edition haben wollen, ich zeige sie nochmal hier so in die Kamera, für die verlinke ich das Ganze noch einmal in der Videobeschreibung. Ich habe das Ganze über, ich meine, JPC hieß die Seite, erworben, gibt es auch auf ein paar anderen Seiten, aber ich glaube nicht immer mit denselben Bonusinhalten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Schachtel selber an. Und ihr seht schon hier hinten, ich halte das mal so in die Kamera, da ist so ein kleiner Text drauf, wie das halt üblich ist bei diesen Geschichten. Und er hält hier gerade diese CD. Ich das auch mal so. Okay, funktioniert jetzt gerade mit der Kamera nicht ganz so gut. Ich lese das einfach mal vor, was da steht. Und zwar erstmals in 4K, in der ungeschnittenen Fassung und im Original-Kinoformat. Ein eiskalter Yuppie auf einem mörderischen Trip. Heißt das überhaupt Yuppie oder Yuppie? Yuppie, glaube ich, ne? Patrick Bateman, in Klammern Christian Bale. So ein sehr guter Schauspieler. Hat im New York der 80er alles. Geld, gutes Aussehen, jeden erdenklichen Luxus und einen unstillbaren Hass auf sein Umfeld. Diesen kompensiert er mit sadistischen Morden an jungen Frauen, für die ihm bald schon die Polizei auf der Spur ist. Aber Schein und Sein liegen nahe beieinander in der trügerischen Welt des Yuppie-Killers, dessen Realität schon bald auf äußerst tönernen Füßen steht. Interessante Wortwahl hier auf jeden Fall. Dann haben wir noch: mit ihrer kongenialen Adaption des umstrittenen Kultromans von Bret Easton Ellis ist Mary Hannon ein großer Wurf gelungen. Mit Christian Bale perfekt besetzt, umschifft ihr American Psycho elegant kontroverse Untiefen, ohne dem Stoff seine vernichtende Schärfe zu nehmen. Ja. Das so viel erstmal dazu. Wir haben dort wahrscheinlich dann mehrere CDs drin, und wir machen das jetzt einfach mal auf. Ne? Hier, ich öffne das jetzt für euch. Und das erste, was wir sehen, ist das hier. Ich versuche das mal immer so ein bisschen hier in der Kamera zu halten. Gleich habe ich keine Collector's Edition mehr. So. Aha, das sind, glaube ich, die CDs. So, ah ja. So, wir haben hier insgesamt 4 CDs drin. 1, 2, 3, 4. Kann man nicht mal durchzählen, sieht man schon.
Und CD1 ist der Film, Nummer 2 haben wir Extras, Nummer 3 und 4 ist auch wieder jeweils der Film. Okay, wo ist der Unterschied? Ah, okay, ich sehe schon. Hier oben am Rand steht, ist ganz klein gedruckt, diese DVD ist kopiergeschützt. Ja, das bedeutet, CD1 ist die DVD, gut, 2 sind Extras, das erklärt sich von selbst. 3 ist die Blu-ray und 4, was ist denn dann 4? Nimm mal eine raus. Die UHD Blu-ray, also die 4K-Version quasi, haben wir dann hinten drauf. Und oh, nochmal ein bisschen Fanservice für die Damen unter euch. Ja, ist FSK 16 der Film, deswegen darf ich das zeigen. Gut, so viel dazu. Dann haben wir hier, nimm's mal raus, den Raumplan von Patrick Batemans Anwesen. Ja, schon richtig schön. Ja, also, ich hoffe, man versteht mich jetzt. Ich halte das mal so. Ne? Also, man geht quasi hier rein. Dann haben wir hier, hier scheint so eine Art Garderobe erstmal zu sein. Hier rechts daneben, weiß ich gar nicht, was ist das? So ein Waschraum oder sowas? So, und dann, ich mache das einfach mal imaginär, ich muss da nicht drauf zeigen. Wir gehen einfach mal den Flur weiter runter und dann kommen wir quasi in dieses offene Wohnzimmer rein. Rechts ist dann halt die Küche. Ich glaube, die ist an der Seite sogar zu. Ich meine, mich erinnern zu können, dass man vom Flur aus nicht direkt in die Küche kam, sondern quasi diesen Umweg übers Wohnzimmer gehen musste. Ja, und dann links oben haben wir erst einmal das Schlafzimmer als solches. Zwischen Schlafzimmer und Badezimmer ist nochmal so ein Garderobenbereich, wo er die ganzen Anzüge hat hängen gehabt. Ja, und das große Badezimmer, was man ja auch relativ am Anfang vom Film sieht. Des Weiteren haben wir hier eine wunderschöne Zeichnung. Ja, die American Psycho-Kenner von euch werden diese Zeichnung sicherlich kennen. Ich will jetzt nicht den Film spoilern, deswegen will ich da jetzt nicht großartig was zu sagen. Aber man sieht auf jeden Fall eine Szene, wo er dieses Bild malt. Wenn ich mir das an den Kühlschrank unten hänge, wirkt das dann so ein bisschen psychopathisch? Naja, dann ganz wichtig natürlich auch eine Patrick Bateman Visitenkarte. Ja, das ist die Original Vize-President Patrick Bateman Karten in der Farbe Knochen. Ja, ganz wichtig. Die Schriftart hatte er auch gesagt, die habe ich jetzt aber tatsächlich, die weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr. Von Pierce & Pierce an der Wall Street. Relativ bekanntes Unternehmen, im Film zumindest. Des Weiteren, ich zeige das schon mal hier, da ist so eine Art Anleitung, glaube ich, noch, was auch immer das sein soll. Also so sieht die aus, ne? Also relativ unspektakulär. Und ich weiß, dass mein Verhalten hin und wieder unberechenbar ist. Ich zeige jetzt hier mal die Kamera. Ja, dann klettern wir mal eine Seite weiter. So, das Bild ist auch relativ bekannt. Das Prinzip von Patrick Bateman. Also hier scheint so eine Art Text zu sein. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Über dieses Prinzip Patrick Bateman, wie es heißt. Du bist ein hässliches Miststück. Ich würde dich gerne abstechen und mit deinem Blut rumspielen. Ja, auch das ein Zitat, das hier steht. Rechts hier nochmal an der Seite. Also für euch aus gerade links haben wir nochmal einen weiteren Abschnitt von der Patrick Bateman Theorie. Das geht schon nochmal so ein bisschen weiter. Ne? Also wie gesagt, ich lese das jetzt hier nicht alles durch. Ich seziere gerne Frauen. Wusstest du, dass ich wahnsinnig bin? Auch ein sehr wunderschönes Zitat hier rechts. Ja, der Moment, wo sie quasi seine abgestochenen Leichen findet. Das sieht man auf dem Bild, denke ich, ganz gut. Und auf der anderen Seite geht es nochmal entsprechend mit dem Text wieder weiter. Ich glaube nicht, dass ich mich beherrschen kann. Ich glaube, wenn sie bleiben, wird etwas Schlimmes passieren. Und auch da dieser Moment relativ bekannt. Ich will jetzt nicht spoilern, um zu sagen, wo er vorkommt, aber ich glaube, das war einer der liebsten Momente von Patrick Bateman auf jeden Fall in dem Film. Ja, also die Geschichte ist relativ langweilig, das Patrick Bateman-Verhalten. Und okay, hier ist nochmal so ein bisschen Literaturzusammenfassung und auch eine schöne Bilddarstellung.
von Patrick Bateman. Ja, und das war's hierzu. Und wir haben dann hier noch die CD von Huey Lewis and the News. Ja, ist sogar noch auch ein Beweis, sie ist sogar noch original verpackt. Ich packe die jetzt mal mit euch zusammen aus. Ich wollte nicht so viel Papier oder Müll hier haben, aber ich wusste nicht, dass da drin nochmal was separat eingepackt ist. Wieder anfangen ist immer... Ich hasse das, diesen Anfang da immer loszuknibbeln. Kennt ihr das? CD ohne ohne Spiegelung ist gut. Ja. So sieht das Ganze dann von innen aus. Der eine oder andere hat bestimmt schon mal eine CD von euch gesehen. Finde ich super. Ja, und abschließend haben wir noch etwas Schreckliches geht in mir vor und ich weiß nicht warum. Finde ich auch sehr schön, dass unten am Boden der Verpackung nochmal ein solches Zitat ausgewählt wurde. Haben wir da drunter noch ein Geheimnis? Nein, drunter ist nichts mehr. Okay. Schauen wir mal eben noch, was auf den Extras vielleicht drauf ist. Steht das hier irgendwo auf der Verpackung, auf der Rückseite? Deutscher Trailer, englischer Dokument. Okay. Dokumentation From Book to Screen and the Pornography of Killing. Ein ca. 49 Minuten langer Film. Dann Dokumentation, steht nichts weiter bei. The 80s Downtown, ein ca. 32 Minuten langer Film. Geschnittene Szenen mit Kommentar der Regisseurin, ca. 12 Minuten. Featurette, The Story of American Psycho, ca. 5 Minuten. Behind the Scenes, Aufnahmen vom Set, ca. 16 Minuten. Interviews mit Christian Bale, Reese Witherspoon, Willem Dafoe, Chloe Sevigny, ich hoffe, ich spreche sie alle richtig aus, Jared Leto. Jared Leto, glaube ich, war es gewesen. Das war der Paul Allen gespielt hat. Samantha Matis und Mary Harron, ca. 31 Minuten dauern die. Und Bildergalerie mit seltenem Werbematerial. 16-seitiges Booklet von Sven Jackman, oder Jachmann. Das wird das hier sein, ne, was wir gerade so durchgeblättert haben. Und dann natürlich der deutsche und englische Trailer haben wir noch. Audiokommentare von Regisseurin Mary Harron und Drehbuchautorin Guinevere Tourneur. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Ja, amerikanische R-rated Kinofassung in 1,78, 1, ca. 102 Minuten. Inklusive Form von Julian und nächsten. Okay, auf CD. Erstveröffentlichung 1986. Ich finde, die 80er sind ja super. Patrick Batemans Visitenkarte, Patrick Batemans Floorplan und Faksimile, ich keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Das haben wir uns jetzt gerade alles angesehen. Ja, soviel zu dem kleinen Unboxing. Ich packe die Sachen mal wieder hier fein säuberlich rein. Die Visitenkarte würde ich mir vielleicht irgendwo hier... ich warte nochmal. Ich packe die Sachen erstmal hier wieder rein. Die CD lassen wir mal draußen. Achso, jetzt habe ich das Heftchen hier vergessen. So, wieder zumachen. Und selbstverständlich wird diese American Psycho Collector's Edition auch hier in den Hintergrund wandern. Hat nicht unbedingt was mit Gaming zu tun, aber ist trotzdem ein guter Film. Dann danke ich erstmal fürs Zusehen, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing-Video gefallen. Wenn ihr Lust habt, dass wir vielleicht nochmal irgendwann wieder so ein kleines Unboxing-Video machen, mit was auch immer, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt, auch gerne das. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem anderen Spiel, Stream, wie auch immer, auf Eternal Fantasy wieder. Und bis dahin, macht es gut und adios, amigos.